liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unseren Heimatgeschichten. Diese Woche erkunden wir im Landkreis Landsberg am Lech die Gemeinde Reichling. Reichling liegt sehr exponiert, ungefähr 100 Meter über dem Lech und wird deswegen auch Balkon des Voralpenlandes genannt. Der Ort befindet sich am Wurzberg. Er ist ein 743 Meter hoher Moränenhügel aus der Eiszeit. Zur Gemeinde Reichling gehören die Ortsteile Ludenhausen, Gimmenhausen und Reichlingsried. Wir haben unter anderem einiges über schottische Hochlandrinder erfahren, haben zwei Künstler besucht und das schnuckelige Heimatmuseum. Und heute treffen wir erstmal vorm Rathaus den Bürgermeister der Gemeinde. Und hier sehen Sie ihn schon. So, also so schaut es hier aus in Reichling. Da kommt der Bürgermeister mit der Vespa angefahren. Ja, gern. Sobald das Wetter passt, bin ich immer mit der Vespa unterwegs. Du bist wahrscheinlich der jüngste Bürgermeister hier im ganzen Umkreis, oder? Ja, bei uns im Landkreis bin ich der jüngste. Ja. Im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau gibt es mehrere. Ja. Ja? Und seit wann bist du im Amt? Ich bin jetzt seit letztem Jahr am 1. Mai im Amt und war mit 30 Jahren eben der Jüngste. Ja. Wow, gratuliere. Und wie ist dein Werdegang? Also war das schon immer ein Traum von dir, Bürgermeister zu werden? Ja, Traum jetzt nicht unbedingt. Meistens stolpert man da immer so rein. Und ich bin vorher schon 6 Jahre parteipolitisch unterwegs gewesen. Und allein die Situation bei uns in der Gemeinde, was zu bewegen, hat mir eigentlich angestrebt, dass ich mich da mehr oder weniger bewerbe um das Amt. Und wie beschreibst du deine Gemeinde? Als herzlich, weltoffen und liebenswert. Und wunderschön gelegen mit dem Bergblick, den man hier hat, aber echt. Und genau, was hast du dann vor, hier zu bewegen? Allgemein, wir haben viele Themen, zum Beispiel Maikäfer ist ja auch so ein Aushängeschild unseres Dorfes. War ja auch schon in der Bildzeitung meine Vorgängerin mit den Maikäfern. Was ist das? Ja, die Maikäfer sind bei uns stark im Rückgang, ja. Und wie gesagt, das zeichnet unsere Gemeinde aus. Mhm. Da bin ich jetzt momentan mit der Universität Weihenstephan in Kontakt, wie es ausschaut, ob man nicht für den Flächennutzungsplan unsere Grünanlagen dementsprechend ausrichten, auch Maikäfer Brutstätten zu machen. Ah, okay. Na, da bin ich überhaupt nicht im Bilde mit den Maikäfern. Und das heißt, das bist du angegangen jetzt hier? Ja, jetzt ist halt momentan der Stand so, dass wir nach einer Finanzierungslösung suchen, dieser Studie. Ja. Ah, okay, das ist also ein großes Thema schon mal, was du angehen willst. Und was noch? Die Infrastruktur ist auch sehr, sehr bedürftig bei uns. Also gerade Wasserversorgung, Abwasser. Wir haben jetzt derzeit Abwasserkataster gemacht, eine der letzten Gemeinden bei uns im Landkreis. Und ist jetzt im Zuge, wird das Abwassersystem mit Kamera befahren, dass man weiß, in welchem Zustand das System ist. Ja, also man muss auch grundlegend ran an bestimmte Themen, wo man dann, okay. Trinkwasserversorgung ist jetzt eine Sanierung der Quellfassung im Plan. Da haben wir auch schon eine Kostenschätzung und sind wir jetzt im nächsten Gang im Wasserwirtschaftsamt bezüglich einer Fördermöglichkeit. Ja. Und was wohnen in Reichling für Leute jetzt auch vom Alter her? Habt ihr viele junge Familien oder ziehen die Jungen weg? Es ist eigentlich ziemlich gemischt. Die Jungen wollen da bleiben, Gott sei Dank. Das ist aber auch unser Problem, weil wir haben derzeit nicht wirklich Bauplätze. Ja, wir sind gerade am Verwirklichen eines kommenden Baugebiets. Aber das ist auch so, dass wir nur 6 Bauplätze haben. Okay, und du bist also wirklich hier in Reichling aufgewachsen? Ja, und war 1,5 Jahre mal kurz in Schongau, in einer Eigentumswohnung. Und dann hat es mich wieder nach Hause verschlagen. Ja. Ja, ist ja auch wirklich schön. Du zeigst uns jetzt mal einen Ort, der besonders schön hier ist in Reichling, gell? Ganz besonders schön ist unser Wurzberg natürlich, der Balkon von Oberbayern. Da habe ich jetzt in die letzten 1,5 Jahre schon 10 Trauungen abgehalten. Ach, dort oben? Ui, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Da kommen Sie mit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da fahren wir jetzt hin. Erstmal diesen Ausblick. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter.
Wir sind in der Gemeinde Reichling und Bürgermeister Johannes Leis zeigt uns heute seine Lieblingsorte. Und dieser hier ist wirklich außergewöhnlich schön. Das ist jetzt hier wie so ein Gipfelkreuz hier oben. Ja, das haben wir jetzt anlässlich der Corona-Pandemie, hat der Pfarrgemeinderat einen Antrag gestellt gehabt, dass man so ein Kreuz errichtet. Und dann haben wir gesagt, okay, so ein Feldkreuz stehen wir jetzt nicht im Wege und haben wir einstimmig mit dem Gemeinderat das auch bewilligt. Die Gemeinde hat das Fundament gestiftet und die Mitbürger unserer Gemeinde haben das Kreuz gestiftet. Wow, das ist ja wirklich ganz schön. Und hier kommen sie alle her, oder? Das ist ein richtiger Treffpunkt. Ja, das ist nicht nur ein Treffpunkt für die Mitbürger, sondern auch für Touristen natürlich, ja? Weil es auch groß umworben ist als Balkon von Oberbayern. Ja, das ist wirklich also so ein traumhafter Blick hier. Da kann man die ganze Alpenkette sehen. Und das heißt, kommen denn auch wirklich viele Ausflügler hier nach Reichling? Ja, schon. Also man sieht es ja jetzt auch mal, es ist nicht wirklich alleine. Es sind zahlreiche Münchner Kennzeichen, Fürstenfeldbrucker, also es wird wirklich das komplette Umland hier auch. Aber ist doch für euch als Gemeinde auch gar nicht so schlecht, oder? Wie seht ihr das? Also wenn die Touristen kommen? Das ist schon schön, aber das Problem ist halt, gewisse Bereiche sollte man halt der Natur überlassen. Und ja, da haben wir gerade in der Mühlau unten, in diesen Lechschleifen, über Flutungsgebiet, haben wir da manchmal auch Probleme mit den Touristen. Ja. Ach so, warum? Weil die dann bis in dieses Landschaftsschutzgebiet einfahren und man dürfte dann normalerweise asphaltierten Flächen nicht verlassen. Ja. Und sag mal, was gibt's hier für Vereine? Was ist los in Reichling? Ja, wir haben 30 verschiedene Vereine. Also wir haben ein sehr starkes Vereinsleben, von angefangen von den Trachtler über die Feuerwehr, Feuerwehrvereine. Motorsportclub haben wir auch, das ist auch so ein Aushängeschild, unsere Motocross-Strecke. Ja. Ey, ach, kann man hier richtig irgendwo richtig Motorrad fahren über Hügel? Ja, genau. Das sind auch südbayerische Meisterschaften, finden auch statt. Da kommen sie auch vom Freisinger Bär und fahren bei uns mit. Aber da fährst du nicht mit deiner Vespa? Nee, mit der Vespa nicht. Aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht auch in diesen Verein mit eintrete. Ja. Bist du in Vereinen dabei? Ja, in der Landjugend, in den Schützen, im Trachtenverein, in der Feuerwehr natürlich auch. Mhm. Naja, also ist schon, gell, bist schon aktiv überall. Muss man ja sein als Bürgermeister wahrscheinlich. Zwangsläufig. Man kriegt auch regelmäßig Anträge vorgelegt, ja, von den Vorständen. Ach so, dass man wieder erstmal eintritt und mit dabei sein soll. Naja, so natürlich ist es dann. Und sag mal, du bist ja dann voll in der Corona-Phase eingestiegen als Bürgermeister. Wie war das für dich? Ja, am Anfang war es natürlich nicht ganz einfach, frisch im Amt dann gleich so eine Pandemie mitzuerleben. Andererseits, jetzt rückwirkend muss man sagen, es war gewissermaßen ruhiger, weil das Rathaus war zugesperrt. Mhm, und es ist keine Laufkundschaft durchgekommen. Ja. Ja. Also konntest du erstmal dich wahrscheinlich im Stübchen dann irgendwie eingewöhnen, oder? Ja, man konnte sich erstmal einarbeiten in die Aktenlage. Ja. Und jetzt zeigst du uns noch einen Lieblingsplatz von dir. Ja. Was ist das? Das ist die Mühlau unten. Die Mühlau, also am Lech unten. Ja, genau. Also nochmal so ein Highlight. Das sind hier die Lechauen. Okay, dann machen wir doch das. Okay, Johannes, aber das ist jetzt hier kein See, oder? Das ist der Lech. Es ist der Stausee des Lechs, ja. Weil wir haben da ein Kraftwerk zwischen Eppach und Reichling. Mhm. Und da wird das Wasser angestaut und bei Bedarf dann eben abgelassen. Ja. Und das gehört noch zu deinem Gemeindegebiet? Ja, das gehört zu meiner Flur, zu den 23,5 Quadratkilometern. Ja. Toll. Und wie ist es dann hier im Sommer? Ist hier dann die Hölle los? Nee, es hält sich eigentlich in Grenzen. Wie gesagt, wir haben den Berg ja jetzt auch gesperrt. Dass man hier eigentlich nicht mehr runterfahren darf. Ja, weil es ja eigentlich im Landschaftsschutzgebiet eh nicht möglich ist. Ja. Mhm. Also das heißt, man darf hier eigentlich auch nicht baden? Nee, im Kraftwerksbereich ist es auch nicht empfehlend, dass man da badet, weil die Gefahr ist ja immer nur, dass man abgetrieben wird. Ja. Mhm. Und bist du dann hier so, also als Kind auch die ganze Zeit gewesen, oder? Nö, eigentlich weniger. Da waren wir bei uns am Badesee in der Ortschaft, am Egelmoos. Ah, genau. Da habt ihr ja auch so einen kleinen Weiher eigentlich, gell? Ist der angelegt worden oder das heißt, gibt's den schon immer? Ursprünglich war das einmal ein Teich zum Waschen der Tiere und den hat man in den 70er Jahren hat man ihn umgebaut, ja, zum Badesee. Und ist dann deine Familie, ist das so ein richtiger Alteingesessene, die seit Generationen hier ist? Ja, also der allererste Bürgermeister war mein Urgroßvater. Also von dem her Echt? Gehen die Wurzeln weit zurück. Ja. Das ist ja schön. Und der Ort, was ist denn der älteste Ortskern dann in deiner Gemeinde?
Das ist Ludenhausen jetzt nachweislich. Die sind erst erwähnt in Freising im Dom. Mhm. Und aus welchem Jahr ist Ludenshausen dann genau? Weißt Wir du haben das? Vor 20 Jahren die 1200-Jahr-Feier gehabt. Ja. Aha, okay, da war also große Feierlichkeit bei euch. Und was steht so an jetzt für die Zukunft? Was hast du noch vor? Was willst du noch durchsetzen? Na, hast du ja vielleicht noch ein paar das Jahre. Das sind zahlreiche Aufgaben. Da ja. weiß man gar nicht, was man jetzt explizit als Auch Schwierigkeiten. Also was sind denn auch Probleme da bei euch? Ja, mei, das Problem ist halt immer die übergeordneten Behörden, weil die Gemeinde hat natürlich Ideen, auch der Gemeinderat. Und oft ist halt dann der untere Naturschutzbehörde oder Emissionsschutz, wo halt dem auch mal einen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Und der Verkehr ist auch, oder? Der ist wahrscheinlich auch immer ein Thema. Ja, der Verkehr ist ein starkes Thema. Wir haben eine Kreisstraße, die einmal komplett durch die Ortschaft durchgeht. Ein Teil ist jetzt ausgebaut worden. Der restliche Teil innerörtlich sollte jetzt dann die nächsten 2 Jahre noch ausgebaut werden. Ja. Mhm. Naja, das ist eigentlich immer Thema in allen Gemeinden, gell? Dass viel Verkehr durch die Ortschaften geht. Aber der Einzugsgebiet, die Pendler, die sozusagen in Reichling wohnen, pendeln die nach Landsberg, oder? Ja, und nach München auch. Und nach München auch. Also tatsächlich, von hier gibt es auch welche, die bis nach München fahren. Das schlägt sich natürlich auch in die Grundstückspreise nieder bei uns. Mhm. Ach so, da seid ihr auch wirklich schon Einzugsgebiet, gell? Ja. Na klar, wie überall. Aber ja, Johannes, danke. Also ich sehe schon, wir werden hier eine schöne Woche verbringen. Da freue ich mich drauf, dass wir hier in deiner Gemeinde mal ein bisschen rumstöbern können. Das hoffe ich doch, dass dir bei mir in der Gemeinde gefällt. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Nicht zu danken. Genau, und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann freuen Sie sich mit mir. Morgen gibt es eine weitere Folge hier aus der Gemeinde Reichling.